Willkommen zu einer Runde Pokémon mit mir. Marcel ist heute nicht dabei. Ja. Genau. Können Anmerkung, Starre wird zu Starre entwickelt. Und wir haben das hier nicht so arg trainiert. Aus dem Grund, weil es auf Level 31 lasse ich das entwickeln. Und ich würde dann bis 30 trainieren. Da habe ich keinen Bock zu alt zu trainieren. So, was wir machen. Ist den Was ist denn B-Schlüssel das? holen. Was ist das? Versteckte Items. Was Ist eigentlich schon alles? verdammt lang her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich liebe das Spiel. Also hier können wir nämlich das eine oder andere Item finden. In dieser Gegend, Stadt, in der besten Gegend. Stadt. Gegend. Hier war, glaube ich, auch ein Item. Mach die Augen auf. Hä, war nicht ein Item früher? Ah, wie ich's wusste. Schon krank, dass du das weißt. Ich wusste auch auswendig, wo der Ding ist. Und ich glaube. Ah, darunter können wir aber nicht. Perfekt. Hier können wir jetzt nämlich rein, weil wir diesen Schlüssel gefunden haben. Was mache ich denn jetzt nur? Ich habe den B-Schlüssel verloren und weiß nicht wo. Oh, das ist ja der Schlüssel zu meinem Bungalow. Du hast ihn für mich gefunden. Das ist aber süß von dir. Dankeschön. Alter, jetzt gibt's doch drin harten Sex. Blowjob. Aber sie geht schon Richtung Bett. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe ein kleines Dankeschön. Wir bekommen noch die weiße Flöte, weißt du? Wer stellt sein Bett bitte so komisch hin? Oh, wie komisch sie das Bett dahingestellt hat. Riecht fett in die Wand gucken, da schlafe ich jetzt. Ich meine, hätte ich Angst, dass ein Mörder von hinten kommt. Hier drin können wir kämpfen, das wollen wir jetzt aber einfach mal nicht. Ich komme nicht mal kurz in den Häusern hier um, weil ich bin der Meinung, gibt es sogar irgendwo irgendwas. Es war ein Fehler, drei Pudding zu holen. Warum? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Kuh, bitte, dass du kein puddinges Headset bekommst, ohne Scheiß. Ich versuch's. Sieht aber Ja, nicht gut aus. letztes. Le Was? Alter, Ende! Die ganzen Häuser sehen gleich aus. Ich weiß, das wollte ich haben, eine TM. Bizarro-Raum ist zwar kacke, aber wir haben es jetzt. Ja. Soll ich dir mal eine Frage stellen? Gerne. Ja. Musst du meinen Pudding zu Ende essen? Wann hast du eigentlich in nächster Zeit vor, irgendwelche neuen Projekte in Angriff zu nehmen? In Aktuell. Angriff. Angriff. Angriff! Ja, aktuell gibt's. Na, ich habe mir keinen Timer gestartet. Aktuell gibt's noch nichts. Also bin nur am überlegen, aber ich weiß noch nichts. Soll es denn mit Markus sein, oder? Keine Ahnung. Ach doch, wolltest du nicht am Wochenende was aufnehmen? Ja, doch, das. Ah, ja, das ist aber kein Projekt, das kommt so. Wenn ich Bock hab. Wenn ich mal Bock hab. Oh So. Gott. Nein, Renu-Teil! Der hat sich fast mehr Schaden gemacht, wie er uns Schaden gemacht hat. Was ein Kakun. Du hast ihm Aua gemacht. Ems! Zwillingslevel 22. Wer ist Zauberblatt, Seeling? nice! Kilia. Ach so. Die mit den Schlabberohren. Ja, Kilia werden wir jetzt zu Galagladi entwickeln. Wann? Level 31 für den Funkelstein. Schon Ja, knapp. passt ja zu dir. Idiot! Die ist schon gemein. 31 passt halt einfach zu dir. Schade, das. Die Attacke ist wunderschön. Was hältst du von Brüsten? Super nice. Das war's! Mehr ist nicht drauf! Boah! Ey, das Tier ist auch drei Level über dir. Das Tier. Jetzt bist du ausgewechselt, weil du nichts kannst. Ich glaube, da geben wir noch ein bisschen den EP-Teiler dann. Sonst nervt die Finde mich ich nur. nicht gut. Warum? Der EP-Teiler ist Cheating. Nee, in der Generation noch nicht. Nein. Kommt ja bald ein neues Pokémon raus. Nein. Was denn? Ich will das nicht. Nein, es kommt bald ein neues Pokémon jetzt raus. Oh nein.
Ja. Ich will das aber nicht. Doch. Nö! Planscher Rainer. Wow, das ist an der einzige Nachteil der Generation, ist die Generation ist so langsam. Ach, wir haben übrigens noch ein Thema anzusprechen. Pudding im Headset. Ich hab den Pudding natürlich wieder rausbekommen. Aber seitdem habe ich Angst vor Pudding. Na, der Headset müsste mehr Angst vor Pudding haben. Beziehungsweise du bist der Typ, der zu blöd ist zum Pudding essen. Willst du eigentlich aufs Maul? Ich hab mich verschluckt. Was ist denn das für ein Kind? Wollen wir den auslachen? So, hier gibt's auch versteckte Items. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Wie ich das weiß, hä? Such die. Gesundheit. Ah ja. Oh, ich glaube, wenn ich nachher schlafen gehe, werde ich kotzen. Warum? Ich habe viel zu viel gegessen. Für dich gibt's nicht so viel. Ja, das stimmt schon. Trotzdem. Oh Mann. Ich würde gern mit dir über ein Thema sprechen, aber ich weiß nicht, ob wir das ansprechen dürfen. Was meinst du jetzt ernst? Ja. Er muss sich konzentrieren. Ja, ich muss da gucken. Oh, ich stehe genau drauf. Schreib mir doch. WhatsApp oder so. Nein, nicht in WhatsApp. Das ist nicht so ernst. Dann halt Teamspeak. Ich will es aber gleich erzählen. Dann mach! Ich spiel gerade an meinen Eiern rum. Oh Mann, Alter. Sieht aus wie so ein Fischbrötchen. Von Nordsee? Ja. Ich hasse die, ich hasse den Laden. Er hasst dich auch. Ich hasse dich noch viel mehr, als er mich hasst. Nein, tust du nicht. Wetten? Wetten nicht. Wetten? Wetten. Wetten für Ex privat? Nö. Oh, Garados! Glaubst du, wenn man sein Kind, also angenommen, du kriegst jetzt ein Kind. Ne? Ich krieg kein Kind. Ich krieg meine Freundin ein Kind. Du bist schon Vater. Also, angenommen, du kriegst halt so einen Jungen oder halt ein Mädchen, ne? Ich würde es Rambo nennen. Und würdest es im Keller einsperren? Ja! Ja, ja. Ist falsch gelaufen? Nein, ich will nur deine Theorie wissen. Und man würde ihm nur Essen geben. Würde ihn nicht waschen, waschen, sodass es halt überlebt. Und nicht mit dem kommunizieren, nur sowas wie und sowas. Und es wird halt haarig werden. Glaubst du, es wird zu so einem Höhlenmenschen? So wie du bei Gary TTT, weißt du noch? Nee. Ach so, ja. Doch, wo ich mit meinem Speer rumgelaufen bin. Und es keiner gemerkt hat. Ich hab alle damit gerackt. Gerackt. Also, was denkst du? Keine Ahnung. Aber du musst es auch gar nicht waschen. Ich meine, man kann nicht an Schmutz sterben, oder? Bakterien oder so. Ich meine, du sperrst das Kind im Keller ein. Und? Was stellt er noch Ansprüche oder was? Kannst ja nicht, kann ja nicht sprechen. Sie lernt ja sprechen von anderen. Und wenn man dann nur. Dann kommt man rein. Ja, wie geht's dir denn? Ach, ich hab's im Auge. Schweins. Ich hab eine Fleischpeitsche im Mund. Nein, das waren Fleischkolben. Fleischkolben. Oh, wir haben gleich einen Rivalenkampf. Ist doch ein nettes Item für mich. Nerv nicht. Krass. Was denn? Wie du einfach cheatest. Ich cheate nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich finde das so eklig von dir. Oh, das ist gut. Ich warte schon ewig auf das Paket aus Schleide. Muss ich jetzt darauf warten? Ich werde noch ganz verrückt davon. Oh, ich würde gerne etwas unternehmen. Etwas ganz viel, was Krach macht.
Ja, ein krachender, knallender Job für Team Galactic. Hallo. Such mich. Warte. Ja. Ah, wie hießen die letzten drei Editionen? X und Y, Alpha Saphir und Rubin. Ich glaube in X und Y, da gab's auch so ein komisches Schild, wo man sich hinterstellen konnte. I don't know. Ah, bist ja kein Pokémon-Fan. X und Y habe ich einmal gespielt. So, bevor wir jetzt in Weideburg Arena gehen, ich meine gelesen zu haben, dass es hier den Vogelstein gibt. Was war deiner Meinung nach das schlechteste Pokémon? X und Y. Wieso? Das ist einfach nicht meine, das gefällt mir nicht, aber meine Meinung. Leute, ihr blitzt! Marcel hasst jeden Menschen, der sagt, dass er X und Y gut findet. Was ist denn das da für ein komisches schwarzes Loch? Boah, Matsch. Ach, ich stehe genau drauf. Okay. Wo waren es jetzt? Boah, ich hab Bauchschmerzen. Wenn das nicht das Item ist, musst du was für mich googeln. Was ist es denn für eins? Ist so ein Funkelstein. Und was macht das? Ach, das entwickelt doch irgendein Vieh. Vieh. Ja. Entschuldigung. Du bist kein Pokémon-Liebhaber. Ich bin einer, der Pokémon quält, heimlich im Keller. Neben meinem Kind. Die neue Spezies. Ist... In Sonne und Mond hört man nur, wie das Pokémon ungefähr so schreit. Halt mal die Fresse. Warum? Lass mich in Ruhe. Erzähl mal, Niklas, wie hast du heute vor zu schlafen? Pass auf, ich gehe ins Bett, ne? Mhm. Dann gucke ich mir noch Super Mario Maker an. Warte, wolltest du dir nicht irgendwann mal so eine Aufnahme für so ein Aufnahmegerät für die Wii U holen? Allgemein, ja. Ist das immer noch nicht angekommen? Ich hab's nicht bestellt. Wow. Okay. Ja, erzähl. Achso, ich war gerade so vertieft. Wo war ich? Das dann gucke ich. Zwei also egal, Horror welche Let's Plays. Und dann gucke ich mir wahrscheinlich ASMR-Videos an und schlafe dabei ein. Was für Horror-Let's Plays? Hm? Was für Horror-Let's Plays? Soll ich den YouTuber sagen? Nee, sag nur danach. Also ist einmal der Verrückte, von dem du Dying Light kennst. Achso, ja. Und, wie soll ich den denn erklären? Kannst du mal kurz googeln? Was soll ich eingeben? Oh, Mehmet ist da. Funkelstein. Ja. Und was dann? Platin ist das, ne? Ja. Wo kriege ich einen Funkelstein her? Ne, ich hab's hier ohne Item, das such dir mal. Ich mach so deinen Rivalenkampf. Okay. Pokémon-Item, Funkelstein, Pokémon-Fans. An folgenden Orten findest du Funkelsteine in verschiedenen Editionen. Du musst gucken, wo ein P ist. Also kein DP, sondern nur ein P. Jenis. Ah, Route 2. Reingelegt, keine Sorge, ich renne dich nicht bei über unsere Treffen um. Na, wie läuft's denn so, Marcel? Kräftig am Hochpäppel an der Pokémon, wie? Dann wollen wir mal noch mal sehen, wie es ja mittlerweile geworden ist. Richtiger Elz. Also, ja. Route 212 versteckt im ersten Matschfeld vor Weideburg. Hä? Okay, mal schnell mal gucken. Yo, was hat denn ein Human? Da hat er 4 und 3 Staravia. Was? Staralilli. Das kann aber gar nicht sein. Es gab mal ein Part oder zwei, wo ich richtig overlevelt war. Jetzt kommt sowas!
Egal, ich habe gesagt, ich trainiere so nicht mehr. Also nicht mehr so viel. Du spielst gegen Mark? Ach so, du konntest ihn ja selber benennen. Ja. Oh, da bin ich! Da bin ich! Jetzt halt, dass du Surfer lernst, Mann. Oder Eiszahn. Auf Eiszahn freue ich mich. Das ist nicht so eine 0815 Attacke wie Surfer. Alter, das hat. Oh nein, mein Angriff sinkt für immer. Ich guck deine Parts und guck immer, ob du sagst, für immer gesunken. Weil dann fühle ich mich angesprochen und kann sagen, das bin ich. Das bin ich. Weißt du noch früher, wenn du den Namen von Rivalen eingeben kannst und du einfach irgendeinen Kack eingegeben hast? Nö, hab ich eigentlich nie gemacht. Als ich böse war, habe ich ihn einmal Idiot genannt. Echt? Blödmann. Aber ich hatte immer Angst, dass meine Eltern das sehen und habe ihn dann immer schnell gelöscht. Hast du nicht. Kann sein, dass du den gerade richtig flawless. Was heißt flawless? Ja, du machst ihn halt voll fertig. Ja, ich habe halt Typ-Vorteile, ne? Ach, nichts Vorteil, er ist Lappen. Guck doch, du kommst hier mit Hugos. Er setzt Plinfer. Senkreis! Wie sie das angehört hat. Alter, der hat 4 Nippel. Ja, ja, ja! Oh. Wer ist Selin? Ach so, das Geht ist der Besser. Noch. Ah, du willst mir was, was ich verloren habe! Pivas folgen. Na, vielleicht seid ihr ein bisschen stärker geworden. Das hat mich sogar erschreckt, sonst hätte ich natürlich gewonnen. Willst du mal was Tolles wissen? Ich bin jetzt Lerning bei Herr Marinus. Bald will mich die ganze Welt kennen. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Voll der Überaktive. Ich hab's dir im TS geschickt, ne? Ja. Wie lange geht der TS eigentlich noch? Woche oder so. Route 212. Versteckt im ersten Matschfeld vor Weideburg. Das ist 212 da unten. Ja. Heißt, es ist. Da oben war doch das Matschfeld, oder? Da war aber schon ein Item. Im ersten Matschfeld. Macht das eigentlich irgendein Geräusch? Ja. Wird mir ja ganz schön stinken. Oh! Nice. Was machst du jetzt damit? Aufheben. Hast du doch gerade auf oben. So, jetzt gehen wir noch kurz in die Arena. Noch ein paar Minütchen haben wir. Tschüss. Es regnet draußen wieder bei mir. Jetzt im Real Life? Ja. Bei mir nicht. Nee, wobei, wir machen die Arena noch nicht. Bei mir sind es 40 Grad im Schatten. Wir machen erst die Route da unten. Die nehmen wir uns jetzt einfach mal mit. Das ist gutes Training. Gutes altes Bier. Ja. Hey, warum kämpfst du nicht? Achso, die habe ich schon gesiegt. Achso, nee, die kämpft gar nicht. Oh. Ein Elixier. Na, reicht schon? Na, reicht schon? Lach. Ah. Manche Pokémon werden stärker, wenn es regnet. Schau. Du bist echt ein Mongo. Goldini, Goldini. Funkensprung. Das ist Englisch für Funkensprung. Funkensprung. LOL. Das war süß. Na, reicht schon. Bidi, fass.
Lass mich in Ruhe. Ein Fangensprang. Bams! Böse besiegt. Wie das klingt. I don't know. Schirmdame. Ich will auch als Schirmdame deklariert werden. So. Was soll ich jetzt machen? Hm? Ich nehme wieder böses Item weg. So dass der anderen Bonus mehr Erfahrungspunkte bekommt. Das Ding können wir auch aufs Screen leveln. War schon gut mitgedacht, hä? Ich bin sauer auf dich. Warum? Lass mich doch einmal in Ruhe. Nee. Oh, stinkt ein Furz. Alter. Was, hä? Hm? Hör auf. Oh, na, reicht schon? 34 für Hugox. Vielleicht kann ich auch ein, zwei Level, aber nee. Hol doch die Polizei. Ich würde ja gerne mit Wukong kämpfen, aber kann ich nicht. Warum ist Mehmet orange? Leiter, irgendwas. Guck mal, die Deckmobs. Ich bin statt meiner Pokémon. Ich will diese zeigen, warum die so ist. Ey, ich schwitze, ne? Hä? Na, dann kommt jetzt ein paar Ende. So. Der Typ da ist dick. Nach Tara! Nach hinaus. Nee. Warum? Er ist süß. Na, oh, ich mag schon. Das Gegner-Pokémon. Das hatte ich auch mal. War scheiße. Es ist hübsch und süß. Wie du. Das ist mehr Schaden. Alter, das ist eine geile Attacke. Guck mal, du so. Und dann so. Und dann ich so, und du so, boah, und ich so, Die Attacke macht immer exakt 40 KP Schaden. Warum? So ist es halt. Das ist ja voll die Drecksattacke. Siana, wir haben Nachtklaue drauf. Ne, Dunkelklaue. Warum hat die so einen Inderpunkt auf dem Kopf? Fragst du doch. Ey, Psyana. Bist du eigentlich behindert? Jetzt überlebt das Vieh, ich kann kotzen, Mann. Sandwirbel. Die Ohren von Ruffy sehen aus. Minjet. Wie Augen. Wie Ostereier. Na, wie Eier. Oder wie Footballs. Oder wie Kakao. Mann, kannst du mal wieder treffen, du Hurensohn! Das hast du gerade nicht zu ihm gesagt. Ah, yes, man. Yes, man. Yes, man. Demeterius. Was, wie hieß der? Amina. Wenn du gucken, was er sagt, wenn er was Gutes sagt. Hoffen wir mal ganz mal. Doch, das machen wir noch. Ich da drauf. Achso, der brauche ich gar nicht auf. Silberhauch. Die Attacke ist super scheiße. Wir sind, wenn wir jetzt runterfallen, sind wir tot. Gut, Leute. Da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst es noch rum da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, bis dann und ciao. Tschüss.